Hallo Leute, schön, dass ihr wieder auf unserem Kanal seid. Sea Pocket, hier ist Matthias und Dai ist natürlich auch dabei. Heute klären wir mal, wie voll die Strände sind. Wir sind zum Naiham Beach gefahren, wir sind nach Kata, wir sind nach Karon, wir sind nach Patong, wir sind überall für euch hingefahren. Die ganze Westseite sind wir einmal durchgefahren bis nach Patong. Wir zeigen euch ein schönes Restaurant, zwei sogar, die ihr wahrscheinlich nicht kennt, und einen kleinen Strand, den hier auch irgendwie niemand kennt. Also Geheimtipps, stay tuned, jetzt geht's los. Gonna fade away. I could be there behind you to pick the pieces up too late. Morgens kurz vor 8 angekommen am The Naiham Hotel, am Naiham Beach. Du siehst, was da los ist. So ein bisschen Yoga wird da gemacht, ansonsten gar nichts. Ruhe und wenig Leute. Das ist das Hotel, was du hier auf der Seite siehst. Ja, und es ist wirklich nur sehr, sehr wenig los. Es sind meistens die Expats, die hier leben, Hundebesitzer, die hier morgens sind und Frühaufsteher, die man hier trifft. Ansonsten peaceful. Diejenigen, die morgens hier kommen, die schätzen natürlich, dass es noch nicht so heiß ist, dass die Sonne schön flach über die Wipfel kommt. Die Surfer und die Hundebesitzer sind auch unterwegs und man trifft sich hier morgens. Ja. Und wer will, geht jetzt schon an den Strand zum Schwimmen. Auch wir machen das morgens und einige reservieren sich schon ihre Liegen. Sie sind halt da und man kann es, aber ehrlich gesagt, es ist ja gar nicht so voll, oder? Schauen wir mal. In der letzten Woche hatten wir relativ viele Quallen, auch jetzt sind noch ein paar da, aber längst nicht mehr so viele und das ist viel, viel entspannter. Ich sag ja immer, Thailand ist ein Traum und ihr seht es wieder, dass ich recht habe. Früh morgens um Punkt 8 Uhr am Naiham Beach, Phuket, Thailand. Nichts mehr los. Und einige Follower fragen immer mal so aktuelle Preise ab. Ja, die Stühle kosten immer noch 200 Thai Baht, das heißt sind zwei Stühle und ein Sonnenschirm. Einzeln bekommst du sie meistens gar nicht, musst immer so ein Set mieten. Das soll es erstmal gewesen sein am Morgen. Ich bin dann zurückgefahren, es ist gerade eine Einbahnstraßenregelung, aber das interessiert irgendwie gar keinen. Die Thais, die Ausländer nicht, niemanden. Ja, es wird an der Seite gebaut, wie du siehst. Deswegen haben sie eine Einbahnstraßenregelung gemacht. Ein bisschen gefährlich. Und was auch deutlich auffällt, ist die russische Schrift. Überall siehst du diese kyrillische Schrift von den Russen. Ja, überall. Also egal, ob du zum Essen gehst, da unten steht es in Russisch. Oder ob irgendwelche Bezeichnungen sind, es wird alles in Russisch ausgezeichnet. Naja, gefühlt sind 90% hier Russen, aber in Wirklichkeit sind ja auch viele Franzosen, Italiener, Inder, Chinesen und Deutsche, Österreicher, Schweizer. Also man muss es nicht überbewerten. Immer werde ich mal wieder gefragt nach einem Rollerverleih. Der Rollerverleih hier, das ist ein Belgier, den kann ich dir wärmstens empfehlen. Und bevor wir nochmal dahin fahren, ja, möchte ich dir einfach nochmal die Straßensituation zeigen, wie leer es morgens ist, selbst am Kreisverkehr in Chalong, der sonst proppevoll ist. Und jetzt ist Nachmittag. Guck mal, was am Nachmittag los ist. Sieht es etwa voll aus? I deleted all the pictures of you I had on my Instagram. You can't see it in my dreams, I hold you close just like I wish I can. It's late at night, I know you're gone, and I can't sleep, cause you moved on. Sieht das nicht schön entspannt aus? Ist das etwa voll? Wir haben Ende März. Es ist nichts los hier. Ist das nicht großartig? Wir wissen zwar, dass zum Anfang Songkran, also das ist Mitte April, dass die Hotels wieder gut gebucht sind, aber zurzeit ist nichts los hier. Da der Naiham Beach so ein bisschen weiter entfernt ist von den touristischen Gegenden wie Kata und Karon, da wo doch ein bisschen mehr Tourismus ist, ist hier auch vielleicht ein bisschen weniger los, obwohl wir es auch schon sehr, sehr voll gesehen haben. Einer der schönsten Strände, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich morgens da baden gehe, glasklares Wasser, super schön. Aber warte mal ab, wie es an den anderen Stränden aussieht. What's
flipping channels, but my mind is watching slideshows of our memories. It's late at night, I know you're gone, and I can't see. Ja, wir hatten eine ganze Menge Quallen im Wasser bei uns und wir haben immer noch welche, aber nicht mehr so viele. Wir haben so weiße da drin. Die prickeln manchmal ganz schön an der Haut. Aber wir haben noch nicht diese portugiesische Galeere zum Beispiel hier, wie wir sie auf Koh Samui gerade gesehen haben. Die sind nämlich ziemlich gefährlich sogar für den Menschen. Das, was bei uns hier ist, das ist ungefährlich. Ja, so sieht's aus, wenn die Ausländer hier große Motorräder fahren. Ganz schön Arschloch hoch Amerika, was sie hier spielen. Gut, jetzt fahren wir erstmal weiter Richtung Katar. Den Berg rauf und runter. Eben hast du vielleicht sogar den Big Buddha kurz gesehen, oben auf dem Berg. Jetzt geht's hier runter und dann in die Seitenstraße. Da sind wir schon. Und du siehst, wie wenig da los ist. Es ist so kurz vor Mittagszeit. Normalerweise ist hier mehr los. Ja, natürlich ist es warm. Die Leute sind nicht alle unbedingt draußen. Aber normalerweise ist hier viel mehr los. Guck mal den Panda da oben. Ja, das dazu und jetzt fahren wir mal über den Berg. Einige kennen das Eiscafé hier an der Ecke und dann fahren wir mal in die Hauptstraße rein. So, guck mal, was da los ist. Ist auch nicht so super busy. Also wenn man da abends gekommen ist in der Main Season, dann war da kein Vor- und kein Zurück mehr. Und jetzt ist das schon recht entspannt. Das hier ist in Katar die Spider-Man Soil. Da steht er auch vorne, kannst ihn sehen, da sind alles so Bars drin, da kann man abends hingehen und sehr günstig Cocktails trinken. Jetzt kommen wir auf den Strand zu. Ist es da auch so schön entspannt wie am Naihan Beach? Nicht so viel los? Wie sieht's denn aus? So, ich bin in Katar angekommen, da wo der Sportboothafen ist und wir gucken mal, wie voll es hier ist. Jetzt ist es 20 vor 12, also eigentlich müsste es relativ voll sein. Jetzt müsste richtig viel los sein. Schauen wir mal, ob wirklich viel los ist hier am Strand. Wir gehen mal runter. Ah, sind ja noch viele Boote da. Hier kannst du deine Longtail-Boote mieten. Schauen wir mal, was los ist. Ah, ist immer noch ganz gut besucht hier, ne? Auch am Ende. Ja, Chinesen sind auch da. Die gehen natürlich wieder mit Kleidung ins Wasser. Die trauen sich meistens nicht, ins Wasser zu gehen. Na, so leer ist es gar nicht. Ich dachte, es sei leerer, aber so leer ist es gar nicht. Und alle, die so weiße Kappen tragen, weiße Jacken tragen, da weiß er eigentlich, dass es Russen sind. Komischerweise kleiden die sich alle mit diesen weißen Dingern. Na, hier in Katar ist doch noch ganz schön was los. Wow. Ja, wie du siehst, hier am Ende ist doch ganz schön viel noch los. Auch im Wasser ist viel los. Wir fahren mal nach da hinten, da wo die Reggae-Bar ist, wo ich auch gerne mal sitze. Mal gucken, wie voll es da ist. Normalerweise ist es da auch immer sehr voll. Vielleicht hat sich das ja verändert. Wir gucken mal heute, Ende März, was da los ist. Ja, hier so zur Mitte des Strandes. Da sieht es dann schon wieder anders aus in Katar. Und da gehe ich mit euch mal gerne runter, zeige euch das mal. Guck mal, hier ist nur eine Reihe an Stühlen. Und das sieht viel schöner aus. Da würde ich ja eher Urlaub machen. Oh, das sieht doch gut aus. Und es gibt sogar noch Liegestühle zu mieten. Die sind nicht alle ausgebucht. Sehr schön. Ja, und jetzt fahren wir mal weiter nach da hinten. Ich bin eben diese Straße runtergefahren. Und hatte den Blick hier runter auf den Strand und ich muss sagen, hier in der Mitte von Katar wirklich schön. Das gefällt mir. Hier ist doch ja, die eine Reihe und alles gut. Hier kannst du entspannt Urlaub machen. Guck mal her. Ich würde jetzt nicht zum Ende gehen, da ist es sehr voll. Da fahren aber meistens die Hotelbusse hin. Vielleicht gehst du einfach noch ein bisschen hier zurück die Strecke und hast hier deine Ruhe. Guck mal hier, wie schön das ist. So, ich bin angekommen hier am Ende vom Strand. Da, wo die Katar Skaba ist, wo ich immer so gerne hingehe.
Ich weiß nicht, wer die Filme schon geguckt hat von mir oder hier war, der weiß, was hier passiert. Er weiß, dass hier eine Surfstation ist. Guck mal hier. Da wird gesurft. Das ist schon echt cool. Das ist echt cool. Da kann ich euch nur empfehlen, mal reinzugehen, mal was zu trinken. Guck mal hier. Cool, ne? Da kannst du es auch lernen. Ja, hier ist immer cool. Immer mega cool. Hier musst du mal hergehen und surfen lernen. Hier hast du die Preise. Guckt euch mal den Parkplatz an. Der war sonst proppevoll. Hier in der Mitte standen überall Motorräder, also Roller eigentlich. Und jetzt ist das echt erträglich. Wow. Auch Cutter wird besser. Und wir gehen mal runter und gucken uns an, wie es am Strand aussieht. Come on, let's go this way. So, was haben wir hier? Ah, Nuat Thai. Ich sehe hier alles nur in Russisch. Leider keine Preise zu sehen. Ja, hier ist jetzt voller, ne? Dreh mal die Kamera um hier, guck mal in die Richtung. Da hinten ist die Skaba, da. Wir gehen da mal gleich hin in die Richtung. Teil. Mal hier. 50 Baht? 50 Baht für die Pomput Pasa Yoreman. Samrap. Samrap YouTube. Ja. Oh, ich habe immer Angst, dass sich jemand die Finger abhackt. Aber die sind so gut, die Jungs. Chai Kap. Kabom. Kaplot. Ja, so ist lecker am Strand hier. Ma Pao Yen. Ja, was ich auch noch nicht gesehen habe, sind Raucherzonen hier am Strand. Denn das Rauchen ist offiziell verboten am Strand. Guck mal hier, da. Also siehst du, die Raucher stehen wie in der Schule in der Ecke. Und sie haben hier so Aschenbecher, wo du dann deine Aschen reinstellen kannst. Und wie ich immer wieder sage, an den weißen Jacken erkennt ihr die Russen. Sie identifizieren sich hier von alleine. Aber schau mal, was hier frei geworden ist. Das sieht doch schon ganz gut aus. Nur noch zwei Reihen hier. Im Gegensatz zu dieser Seite, wo es immer noch relativ gut bestuhlt ist. Ja, so sieht es jetzt hier an der Linie aus. Am Strand direkt. Wow. Direkt bis zum Wasser haben sie jetzt hier liegen. Leute, Cutter würde ich mir echt noch mal überlegen. Vielleicht doch lieber da drüben den Urlaub machen. Und nicht zu sehr in diese Richtung. Da ist dann doch noch ganz schön was los. Also bei Cutter bin ich mir nicht so sicher, ob ich hier jetzt Urlaub machen würde. Ist doch relativ voll. Und wenn, ja, habe ich ja gesagt, da hinten, da würde ich vielleicht schon hingehen. Aber wir fahren mal nach Caron und vielleicht noch an andere Strände und gucken, was da heute los ist. Also Zeitvergleich, alles an einem Tag. Ja, so sieht es jetzt aus hier in Cutter. Das ist jetzt Ende März die Situation 2024. Und das sind die Chinesen, die immer recht laut sprechen. Die haben wir auch viele hier. So, dann fahren wir noch mal ein Stückchen durch Cutter auf dem Weg nach Caron. Das ist ja der nächste Ort und hier sind wir schon so über den Hügel rüber. Wer schon mal da weiß, weiß es, wovon ich spreche. Und hier ist dann auf der linken Seite das Meer. Rechts war mal Fußballstadion, das haben sie gerade weggenommen. So, jetzt sind wir in Caron. Jetzt gehen wir rüber zum Strand nach Caron. Ein bisschen Verkehr ist hier noch, ein bisschen lauter, aber nicht mehr so voll, wie es vorher war auf der Straße. Guck mal, wie entspannt man hier rüber gehen kann. Ich glaube, da gibt es keine Probleme. Das ist hier der Anfang oder die Seite da, wo es von Cutter kommt. Und hui, ist das hier schön leer da vorne. Hui, schön. Wow, ja, da sind noch die ganzen Sonnenschirme.
Aber auf der anderen Seite hier, wo ich eben gezeigt habe, nicht mehr. Ich empfehle dir, geh hier am Strand mit Schuhen, so wie ich das auch mache, denn es ist sau heiß hier. Ja, und gar nicht so voll. Guck mal hier. Boah, Caron. Super. Caron ist ja echt super. Das gefällt mir. Ja. Aber das haben auch schon andere vor mir festgestellt, mit denen ich mich unterhalten habe. Die haben auch gesagt, Kata ist schon ziemlich voll, aber Caron ist jetzt richtig toll. Wow, hier würde ich Urlaub machen. Ich fahre mit dir jetzt noch mal ein Stückchen runter die Straße, weil der Strand von Caron doch sehr lang ist. Und da kann es dann hinten anders aussehen. Aber ich glaube es gar nicht mal, weil so schön wie es hier ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es da hinten schlechter sei. Aber das gucken wir uns an. Stay tuned. Na, da gibt es immer noch Liegen zwischen, die auch frei sind. Und du siehst, das ist gar nicht so lang, die Strecke. Also, das ist schon okay. Cut overhead. And I guess love to watch the way you made me into a mess. Hier gegenüber vom Pullman Hotel in Caron, da liegen wir immer ganz gerne. Und ich will mal schauen, was hier los ist am Strand. Also, dass hier so eine Reihe Liegestühle ist, das kannte ich noch nicht. Wir liegen normalerweise hier unter den Bäumen. Da sind auch gerade Leute. Ist jetzt ein bisschen voller als vorher hier. Aber zum Urlaub machen ist das bestimmt okay. Wir Expats, wir warten drauf, dass der Urlaub vorbei ist bei den Leuten hier. Aber guck mal da hinten, da ist schon vorbei mit den Liegestühlen. Auch sehr schön, da muss man dann hin. Ja, ist das schön? Ist das schön hier? Das ist so schön jetzt hier in Caron. Wow! Also es war schon immer schön in Caron, aber jetzt ist es noch schöner, habe ich den Eindruck. Richtig toll. Oh, guck mal hier, da hinten. Wow, ist das mega schön hier. Jetzt müsst ihr nach Caron. Kata, wenn ihr schon gebucht habt, okay. Aber dann fahrt doch nach Caron, das ist ja gleich der nächste Ort hier. Du siehst, wie lang Kata ist, von daher gibt es natürlich auch viele Strandabschnitte. Wir haben jetzt schon zwei gesehen, ich fahre jetzt zu einem weiteren noch, so ziemlich zum Ende hin. Guck mal hier auf der linken Seite, alles Strand, 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 Strand. Der ist richtig lang, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, irgendwo zu bleiben. Hier auf der rechten Seite kannst du abends zum Essen gehen. Auf der linken Seite hier ist so ein Volleyballplatz, abends wird da Volleyball gespielt, da kannst du Beachvolleyball mitspielen. Ja, am Kreisverkehr vorbei, oder durch, besser gesagt, dann zum Ende. Und da siehst du, da kannst du auch ganz gut parken und da gibt es dann auch noch eine Möglichkeit, sich an den Strand zu legen. Angekommen auf der anderen Seite von Caron, dann gehen wir jetzt mal an den Strand. Hier ist der Kreisel, da vorne, du siehst ihn im Hintergrund. Und jetzt gehen wir hier mal zum Strand und gucken, was da los ist. Ja, das sind die Sportinstrumente, die du benutzen kannst, hier umsonst. Gibt es mehrfach hier auf Phuket. Auch am Naiham Beach gibt es sowas. Hier so ein bis zwei rein. Und da hinten ist es dann richtig voll. Kann man, muss man aber nicht, oder? Ja, wenn man hier so durch die Reihen läuft, dann hört man eigentlich immer nur eine Sprache. Und das hört sich an wie Russisch. Ich denke mal, ach, das ist Russisch. Aber wir haben einen sehr großen Anteil an Urlaubern hier, die aus Russland kommen. Thailand ist eines der wenigen Länder, die die Russen zurzeit willkommen heißen. Ja, gut besucht. Aber wie Sie gesagt, man hat ja immer die Auswahl, man kann hingehen, wo man will. Man muss hier nicht hingehen. Ich persönlich kann nur sagen, geht ein Stückchen weiter nach hinten. Vielleicht nicht ganz bis zum Ende, aber ein kleines Stückchen weiter. Da ist auch sehr schön. Da fahren wir jetzt mal hin. So, jetzt sind wir am anderen Ende von Caron. Und hier vorne ist der See, den kennt ihr vielleicht, wer hier schon mal hier war. Der weiß, dass hier der See ist. Oder dann auch Loi Katong, diese kleinen Kartons, genau, zu Wasser gelassen werden. Jetzt gucken wir uns mal hier den Strand an, was hier so los ist. Und es ist gar nicht so wild. Caron ist doch eine Reise wert, finde ich. Guck mal hier. Sogar parken kannst du hier überall. Es gibt hier noch Parkplätze. Das hier ist übrigens eine Aktionsfläche, da sind öfters mal Konzerte. Und was sehen wir hier? Ein bis zwei Reihen Sonnenliegen. Ganz entspannt. Nicht so voll. Super schön. Und wer es voller mag, der geht da vorne hin. Es gibt noch viel Platz.
Sehr schön. Und wenn man von Kata kommt und nach Caron fährt, dann kommt danach, genau, danach kommt Patong. Also, wir fahren jetzt nach Patong. Stay tuned. Von Caron nach Patong ist übrigens gar nicht so weit. Man fährt ein bisschen über die Berge rüber und hier geht es schon wieder runter Richtung Patong. Naja, man fährt so vielleicht 5 bis 10 Minuten. Wenn man sehr langsam fährt, 10 Minuten. Ich fahre so in 4 Minuten. Ja, und hier geht es schon auf den Strand runter. Schau mal, was da los ist. Die Bars sind auch nicht mehr voll besetzt. Also das ist schon ganz anständig. So, dann gehen wir mal runter zum Strand in Patong, hier so ziemlich mittig. Hier ist das Medusa hinter mir. Da kannst du es sehen, Pizzeria etc. Und wir gehen mal zum Strand runter, mal gucken, wie voll die Hütte hier ist in Patong. Yeah! Also hier ist schon mal leer. Sehr angenehm. So voll ist es nicht. Zwar viele liegen, aber auch nur hier habe ich wieder einen Volltreffer gelandet. Alles liegen, 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 aber keiner liegt auf den Liegen. Das ist doch mal super hier. Das ist doch mal richtig schön hier. Und einige trinken hier schon wieder ein Bierchen. Sehr schön. Patong ist wieder eine Reise wert. Das Wasser ist ein bisschen bräunlich, gräulich. Das war in Kata und Caron schöner und in Nai Han sowieso. Aber das ist okay. Wer hier Urlaub gebucht hat, kann sich freuen. Es ist nicht mehr so voll. Hier ist der Scooterverleih und die beiden Jungs hier sehen aus wie Araber, sehen wie Zwillinge aus. Haben sich wohl eingemietet und wollen jetzt rausgehen. Just give us. Mallorca. Kapun Kap. Where are you from? I said India. No, you are not Indian, you are not Indian. I gave him passport also. Yeah, he believe no. No, you are Arabic. Have fun with the jet ski. I'm from Germany. I'm living here in Phuket. I have my YouTube channel here and I'm just riding all the beaches because I see. I've been there in Frankfurt. Oh, really? Yeah. Oh, that's close to my home. Here, yeah. But just six months ago. Oh, really? Yeah. For working or for holidays? No, for holidays, yeah. Wow. You're a rich man? Yeah. Have fun. Bye bye. Sag mal, ist Patong voll? Ja, das gucken wir uns mal an hier. Und auch hier wieder die Smoking Area, was für mich neu war. Man sieht, da wird offensichtlich auch ein bisschen getrunken nachts. Gereinigt wird hier nicht so unbedingt, aber hier kannst du rauchen und das ist schon mal schön, dann stecken die Kippen wenigstens nicht im Sand. Und nachdem ich ein paar Strände besucht habe und jetzt in Patong bin, gehe ich mal rüber in die Bar, wo ich immer ganz gerne mal sitze. Und zwar hier drüben das Tropicana. Das ist gleich neben der Bangla Road. Siehst du es da vorne? Da setze ich mich gerne hin und trinke mal ein Bierchen, da kann man viel gucken, da sieht man den Verkehr. Und da sieht man auch das schöne Patong hier in Patong Beach und kann die Leute am Strand beobachten. Davon gibt es übrigens mehrere Spots, da fahren wir nachher noch hin. Weiter hinten gibt es noch mehr davon. Ja, und hier arbeiten einige Ladyboys an der Bar. Deswegen gehe ich nicht her, aber die sind einfach da und das sind liebe Leute hier. So, wir haben auch Franzosen an der Bar hier, was natürlich sehr angenehm ist. Ja. Ja. Ja, jetzt sind wir an der nächsten Stelle hier von Patong. Da, wo es noch ein bisschen ruhiger ist, glaube ich. Und das gucken wir uns mal an. Da gehen wir jetzt gleich mal an den Strand. Und vielleicht finden wir noch ein paar Leute, die nicht gerade Russen sind. Mal sehen, wie wir hier so aufstöbern können. Also, auch Amerikaner haben wir hier getroffen. Toll. Also nicht nur Inder und Russen und Deutsche, sondern auch Amerikaner findet man hier. Und Franzosen haben wir auch hier gesehen. Super schön. Mittlerweile haben sie ein bisschen abgetrennt hier, dass man nicht kollidiert mit den Jetskis und den ganzen Motorbooten. Haben sie so Schwimmbereiche eingerichtet, dass man da sicher schwimmen kann. Und falls ihr interessiert, mal Paraglider oder einen Jetski zu fahren, hier siehst du die Preise. Winner, yeah. Still a believer.
Na, da hat sich aber jemand sein Fähnchen hinterlassen hier, um zu zeigen, wo er herkommt. Guck mal, wieder nicht nur diejenigen, die die meisten nicht mögen. Viele Länder sind hier. Das ist schön, ich suche die deutschen Flaggen hier. Jetzt zeige ich dir mal einen ganz kleinen versteckten Strand, den du gar nicht kennst. Sicherlich nicht kennst, weil du immer dran vorbeifährst. Ich bin es auch 3 Jahre lang, bin immer dran vorbeigefahren. Jetzt habe ich hier angehalten, weil ich mal was trinken wollte und sehe, dass hier ein Strand ist. Ja, wo ist er denn? Du kommst hier runter, da vorne bist du aus dem Patonkreise gekommen, wenn es denn weitergeht nach Kamala. Da habe ich angehalten. Guck mal, hier sind Details, wie sie sich so normalerweise hinlegen und warten auf Kunden, Taxifahrer. Und hier gibt es einen kleinen Strand. Und da gehst du runter. Und wer ist da? So gut wie niemand. Und keiner da? Also so gut wie keiner. Aber das mal ein Tipp von mir, fahrt mal hierher. Hier ist keiner. Du bist im Patong und trotzdem bist du allein. Ist das nicht cool? Da hinten geht's nach Kamala. Und wenn wir die Kamera drehen, hier, da kommst du von Patong. Ich nehme dich jetzt mit. So, jetzt habe ich mal einen Platz hier gesucht in dem Restaurant, was ich dir gerade eben gezeigt habe. Ah, die Tischplatte ist so heiß, dass du die Arme verbrennst hier. Nur ein bisschen in der Sonne, aber das ist irgendwie Granit oder sowas. Schwarz. Und wenn es so lange in der Sonne ist, dann ist das tierisch heiß. Was für ein Traum. Wir gucken uns gleich mal die Karte an. Ich glaube, es ist nicht sehr teuer hier. Aber das werden wir gleich sehen. Warst du schon mal hier? Lass es mich mal wissen, ob du schon mal hier warst. Da hat dieser Strand ja sogar einen kleinen Namen. Was heißt einen kleinen Namen? Hat einen Namen. Also lass mich mal wissen, ob du das weißt, ob du schon mal hier warst und ob es einen Namen hat. So, nochmal angehalten, nachdem ich nichts bekommen habe. Ich habe 20 Minuten gewartet und keiner kam mehr, wollte eine Bestellung aufnehmen. Dann fahre ich weiter. Und jetzt habe ich mal angehalten hier beim Kalim Rimley. Mal gucken, Seafood. Sieht ja ganz schick aus hier. Sawadika. Wow. Das ist ja toll hier. Wow. Also, ich hoffe, er ist nicht allzu enttäuscht, wenn ich nur ein Bier bestelle. Das muss ich mal ausprobieren. Das ist ja krass hier. Hammer. Aber freue ich mich richtig, dass ich hier angehalten habe. Ist ja so schön hier. Die Preise sind natürlich vom Patong, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Die sind nicht gerade sehr günstig, aber mit der Aussicht absolut gerechtfertigt, finde ich. Guck dir mal die Aussicht an hier. Guck dir diese Aussicht an. Das ist ja der Hammer. Wow. Also hier komme ich bestimmt noch mal mit meiner Frau her und vielleicht auch mit Freunden. Sehr schön hier. So, angehalten bei dem nächsten Lokal, vielleicht bekommen wir da ja ein Bierchen. Aber jetzt musste ich gerade schmunzeln. Ich bin gerade um die Kurve gekommen. Was sehe ich da vorne? Schau mal da. Polizeikontrolle. Wir haben bestimmt wieder nur die Roller angehalten. Das ist normal hier in Thailand. Die Autos können normal durchfahren. Ja, so ist das. Und wir gehen jetzt mal ein Bierchen trinken hier. Und dann fahren wir nach Hause, ohne bei der Polizeikontrolle anzuhalten. So funktioniert das hier. So, endlich angekommen. Schauen wir uns mal um hier. Schon mit Regenschutz eingerichtet, falls das Unwetter kommt, aber ich glaube, da kommt nichts. Chai, au kap. Yen, yen. Chai, au kap. Kap, kun kap. Also die Leute lieb hier, die fragen, ob das auch kalt genug ist, das Bier. Ja, das ist kalt genug. Jetzt aber schnell rein in den Hals damit. So, hier habe ich gesessen, in dem Hähnchenladen hier. Und der war nicht teuer, das Bier war günstig. Guck mal, die Polizeikontrolle ist auch schon wieder weg. Die ist gerade 15 Minuten vorher da gewesen. Aber hier gehen wir gleich noch mal essen. Also hier gehe ich bestimmt noch mal mit meiner Frau her, weil es wirklich erschwinglich günstig ist und tolle Aussicht hat. Auf dem Rückweg von Patong musste ich natürlich wieder durch die Stadt fahren. Es war doch ganz schön voll, muss ich sagen. Hier ist die Bangla Road. Tagsüber ist natürlich nicht so viel los.
Und vielleicht kennst du diese Straße hier, da sind die beiden Einkaufszentren links und rechts, das Central und das Young Ceylon. Und hier geht's runter nach Caron wieder. Und was passiert mir hier? Ja, du kannst es dir schon erahnen, ich habe es ja schon eben geschrieben, was jetzt kommt. In so einer Situation lächle ich immer, mach mal Visier hoch und guck den Officer an und der winkt einen immer durch. Und Blick nach oben, Achtung, Dinner in the Sky gibt es in Caron. In Caron gibt es zwei Straßen, eine weiter unten am Wasser und eine weiter oben. Das ist die weiter oben, da sind Banken und da gibt es Märkte etc. Jetzt sind wir aber schon in Chalon. Guck mal, da schaust du runter auf die andere Seite der Insel. Da sind nämlich die Speedboote, da liegen die Segelboote etc. Und da wohnen wir auch. Und hier geht man erstmal schön in die Kurve, wenn man runterfährt. Wenn du geübter Motorradfahrer bist, wirst du es lieben, da zu fahren. Das macht wirklich Spaß. Man muss nur ein bisschen darauf achten, was die anderen machen, weil einige doch überhaupt keine Regeln beachten. Da muss man auch mal in den Spiegel gucken. Ansonsten, ja, läuft's. So, jetzt lassen wir uns nach Hause fahren mit der Ambulanz voraus. Ich sag wieder vielen Dank, dass du dabei gewesen bist bei Sea Phuket. Abo dalassen, Daumen hoch lassen, euer Matthias und dann.